In Herringen spukt es. An der Jägerstraße 55, wo schon zur Weihnachtszeit eine festliche Beleuchtung für Aufsehen sorgte, wird momentan das Halloween-Haus hergerichtet. Am Samstag geht es los. Die Einnahmen aus dem Verzehr der Besucher kommen der Anzeigeaktion Menschen in Not zugute. Gerd Willenberg, nach dem Weihnachtshaus nun das Halloween-Haus. Wie kommt man auf so eine Idee? Ja, es kribbelte wieder. Ich musste irgendwas machen, weil ich habe also das so ein bisschen, wie ich sage, die Kinder. Ich freue mich, wenn die Kinder sich freuen können. Und ich mache es halt dieses Jahr oder ab diesem Jahr auf eine andere Art und Weise. Ich möchte die Kinder ein bisschen erschrecken und trotzdem Spaß dabei haben. Und natürlich sammeln für einen guten Zweck. Ja, Sie haben so schon gesammelt und eine Menge Halloween-Artikel. Wo bekommt man sowas her? Ja, ich bringe das meist aus Kanada mit, ansonsten hier nur übers Internet, weil in den Geschäften kriegt man leider viel zu wenig. Das ist ja jetzt nicht nur das Aufbauen, Aufstellen, da sind Sie schon einige Tage dabei, da müssen auch Genehmigungen eingeholt werden, oder? Ja, der Zoll hat mit den Lampen aus Kanada ein bisschen Problemchen gemacht, aber jetzt haben wir alles hinter uns und jetzt hake ich das ab. Gut, wann wird das denn alles zu sehen sein, für die Öffentlichkeit zugänglich sein? Am Samstag 25. ab 19 Uhr und dann eine Woche lang bis zum 1. November ab 18 Uhr bis 22 Uhr.